Lang nicht gesehen und trotzdem wiedererkannt. Ja, hier ist wieder Ihr Horst Heiner Langemann und diesmal sind wir wieder aus dem Rathaus raus auf dem Fußballplatz. Kann Ihnen auch gleich sagen, worum das geht. Aber erstmal, dass Horst Heiner Langemann und Fußball nicht zwei Paar Schuhe sind, das sieht man ja nicht zuletzt an meinem Käppi. Das hat mir meine Frau während der Europameisterschaft gekauft. Das Trikot hat sie weggelassen, das war zu teuer. Ja, jedenfalls sind wir hier verabredet mit jemand, der heißt Micha. Fußballer haben ja immer nur einen Vornamen, das kennen wir ja aus Brasilien. Ja, und den fragen wir jetzt mal, warum wir uns hier eigentlich versammelt haben. Da ist er auch schon, der Micha. Hallo Micha, hallo. Warum haben wir uns denn heute hier verabredet? Ja, und zwar wollen wir im Rahmen von Mission Olympic am 4.7. hier auf diesem Platz ab 17 Uhr einen Weltrekord aufstellen. Und zwar wollen wir mindestens 658 Leute dazu bewegen, gleichzeitig 10 Sekunden einen Fußball in der Luft zu jonglieren. Und wie sieht das dann aus? Ja, das zeige ich am besten mal. Ja. Ne? Ja, nur habt ihr gesehen, wie es aussehen soll. Es ist gar nicht so einfach. Also übt zu Hause nochmal alles schön und bringt am besten euren eigenen Ball mit, denn damit klappt es sicherlich am besten. Ja, und ich habe gehört, jeder, der mitmacht, der kriegt auch eine tolle Urkunde. Kann man sich ja dann ins Büro hängen oder so.